Hallo und herzlich willkommen zu Part 5 unserer Playstage-Reihe zu Asuras Wrath. Ja, letztens ist Asura tatsächlich völlig weg gewesen, sowohl gedanklich als auch völlig verloren. Und dann haben wir halt jetzt zwei Folgen mit Yasha gemacht. Mal gucken, ob wir jetzt auch nochmal mit Yasha kämpfen, denn in neuer Sache ist ja Asura wieder zurückgekommen, hat Sergei einfach mal so nebenbei flat gemacht. Ich dachte, Olga wird weg sein. Ich bin mal gespannt, wann Olga nochmal weggeht. Aber ja, wollen wir mal starten. Wollen wir mal gucken, was jetzt hier abgeht. Geht ja schon Richtung Finale hierzu. Was hier so richtig einfach sich noch mal steigert. Subarashii! Kono fune koso ware no motomete ita jusui na rupi. Utsukushii. あの女をトゥルガを失ったからこうなれたのかい?いや、本当はあんただろ?これは、これを失言だったかな?そういえば、キコーにはまだ話していなかったね。 12,000年前、そう、彼、アスラが反逆者として処理された時、我はどこにいたと思う?そうだね、ミスラ様を保護したのが一体誰か、ここまで言えばわかるよね。 大事な女を殺したのはバレた。なんだい、つまらないね。もっといい顔が見られると思ったのに。元より知っていた。 Tja, das war's mit seinem Kopf. Die地上の星と天の星. 我らが真に手にすべきものはどちらであったか。うん、それは確かに。確かに、スピンベヤシャ。 ミスラ様の神力の助けの中で力を解放するとは。
Da werde ich jetzt aber ein bisschen schnell verletzt. Ja, da habe ich schnell verloren. Oh mein Gott. Hupsala. Ja, ja. Gerade noch so geschafft. Boah, ist das schwer. Beziehungsweise zieht es erst 100 viel ab. Davon wird er nichts hören. Ich glaube, das muss passieren, weil ich kann mich erinnern, dass man das nicht ausweichen kann. Asuras Wrath. Also immer noch Yasha Action Baby. Oh!
geht viel besser.身に宿ったものは身の内を湧き上がったものは。バカが、自身の体が壊れるのも厭わずなお、奴は我が敵。 ここで滅びようとも構わぬはず。だが俺の体は、俺の魂が奴を死なせるなと叫んでいる。 今ひとたび俺の拳の声を聞け。 神都に戻ってやるべきことがある。貴様はあがき続けてみせろ。よっしゃ、お前はしばし眠れ。 Ja, er ist sehr hart auf cool getrimmt. Ja, der darf sich auch mal ausruhen, der Gute. Muss bestimmt anstrengend sein, die ganze Zeit zu schreien und voller Wut da abzugehen. Neues Offizium. 1000 Jahre zuvor. Jascha, hast du eine Entscheidung getroffen? Warum bist du so zögerlich? Es ist der einzige Weg, deinen verwunschenen Planeten zu retten. Aber wenige zu töten, um viele zu retten, ich fühle nicht, dass dies gerecht wäre. Das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, es ist unsere Sache. Das bedeutet, dass wir unsere Art zu leben retten, dann werde ich gerne zu einem Dämon. Wenn es nötig ist, ewige Lebensfrieden und Reichtum für unser Volk zu erlangen.
großer Wächter. Warum existieren die Goma? Warum kommen sie und nehmen uns alle? Mein Gebieter, der Tod meines Sohnes ist nicht vergebens gewesen, nicht wahr? Nein, das war er nicht. Ohne seine Gebete wären wir machtlos gewesen. Ich verstehe, den Göttern sei Dank. Sohn, dein Tod war nicht vergebens. Aber ich wünschte, dass du lange genug hättest leben können, um eine Welt des Friedens zu erfahren. Lass uns eines Tages erneut treffen, wenn du ihn ein anderes Leben bekommst. Nun, ich habe während des ewigen Krieges so viel Schmerz und Leid in unserem Volk gesehen. Wenn ihr sagt, dass wir dies aufhalten können, dann stehe ich zu euren Diensten. Auch ich will zu einem geboren werden. Du hast die richtige Wahl getroffen. Ich bin zuversichtlich, dass du mich sehr stolz machen wirst. Von diesem Tag an werde ich nur noch für die Sache leben. Irgendwann nach 10.000 Jahren muss ich schon sagen, irgendwann ist Schluss, ne? Irgendwann verliert man sich nach den Jahren mit dem Plan, den man vorhatte. Birga, Misra. Tja. わしら必然によってようやく世界は安定した秩序を得るのだ。この異様な悪意らたち、俺は俺の中にあるこの怒りを悪にあわば悪を砕き、 善に阿波は善を砕く。今一度言おう。悪くない。我は貴公であり、貴公は我だ。貴様のその怒りも命も我が背負うべきものよ。我が築く世界への礎となれ。アスラ、そう、君の力の源は その魅力を壊すほどの怒り。怒りを解き放ち、その腕で全て滅するんだ。そうだ、もっと怒りを。お父様、俺はまた失うのか。素晴らしい力だよ、アスラ。 何も守れぬ力だ。さあ、その力で世界を救いたまえ。この力で世界を救いたまえ。負けるな。大丈夫だ。 Einfach hochboxen. So ist es. Das mache ich auch jeden Tag. So schlage ich mich auch zur Arbeit. Einfach vor dem Eingang. So ist es. Alles klar. Chuck!
Mal weg langsam. Das dauert ja hier ewig. Okay, wir haben Wutang gesammelt, aber wir können sie nicht einsetzen. Doch, gegen die Tür. Vor dem Blitz da gerettet. どれだけの覚悟と力が必要であるか理解できぬものと思うよ。その賠償な力が何の役にも立たぬものだということを思い知るがいい。ゼウス、高みにだけ立っていては足元が見えぬ。おうや、我らの足元には、まだ見ぬ新たな光があるやもしれぬ。俺には難しいことは分からん。 世界の救い方など、見当もつかぬ。俺には分かるな。ミスラを助けりゃ、この地獄が終わるってことだろうが。ああ、すら。おお、人の魂をマントラに変えて世界を救うだと。そんなことでしか救えない世界など、そんなクソったれな大義など、 こんなクソったれな理由でミスラを泣かせるものなど、ぶっ壊してやる！
Achso, ich hatte nochmal L. Das war verwirrend. Desi. Mann, der war aber weit weg. Dropkick in your face! Oh, der Endkampf hat auch was, stimmt. Also, der Endkampf gegen Gott. Ach komm, dein Gelaber wollen wir nicht hören. なるほど。その力、その怒り、なかなかのもの。だが足りぬ、届かぬ。それでも奴には勝てぬのだ。
我らを滅ぼさんとする星の意志と戦うには神をも超える力を持たねばならぬ。なでん。いよ、これがその力よ。 Jetzt wird's langsam zu viel. Asuras Wrath. Asuras Wrath. Naja, das wird jetzt größenverhältnismäßig. Natürlich. Ich glaube, das ist krasser als Wisen. Was die Größe? Hasimete. Kisama to onaji koto o kangaetazu. Kisama to nareu ki wa nai. Atarimae da. Shikashi. Dex. Sore ga anata no ketsuron ka. だがそれは。この鬼を呼んで何をグダグダと。まさき様。あれだけ的がでかければ殴り損なう心配はない。前しか見えぬか。よかろう。あ？ Ja, die haben eine coole Dynamik miteinander. Geht's! Schon geil.
す。Ja, Olga ist immer noch da, ne? Tja, haben sie es geschafft? Haben sie es nicht geschafft? Tja, das erfahren wir gleich. Oh, oder hat sie selbst das Leben genommen? Ah. Sakra Deva am Indra Dois? Ich kann nicht glauben, ihn mit eigenen Augen zu sehen. Er ist überwältigend. Selbst die Kolossi sind nicht im Vergleich. Durch die Verbindung mit der Karma-Festung wurde er zum mächtigsten existierenden Wesen. Er wird Goma Vita mit den Kräften der Priesterin und den 7 Billionen gesammelten Seelen reinigen. Aber würde das nicht auch den Planeten zerstören? Möglicherweise, falls es nur der Bahamaster wäre. Aber da Gebieter Deutsch jetzt mit der Karma-Festung verbunden ist, kann er die Druckwelle mit großer Präzision konzentrieren. Und dann Deutsch ist unbesiegbar. Naja. Das sehen wir doch. Mensch, Leute. Let's fetz. Aus Tod. Ikiteruka, Yasha. Atarimae da. Dou natta? Yatsu no naibu ni shinryu shita. Ontai wa doko da? Deus ga inga yousou to yuugo shiteiru iijou. やつはマントラの制御中枢にいるに違いない。そしてそこにはミスラ様。ミスラがここにいるのか。
Also, let's go! Wartet mal einen Moment. So, da bin ich wieder. Da ballern wir jetzt genau durch. ここはなんだ。これを魂をマントラへと変換する炉心。破壊すれば、デウスへのエネルギーの供給は止まる。どうするアスラ？ Ja noch. Noch gerade gut. Wie? Ein Reich im Reich? Ballern hier.
Da ist sie. なものどもよ、真に戦うべき敵は人類を滅ぼそうとする星の意志だとなぜ理解する。いや、しびれね。分かっているとも。だが俺は自らの心に従う。我は全人類の未来を背負いて神になりし者。 Also was? Wrath. Also was? Wrath. Tja. Yeah.
Oh, der Endkampf ist auch schon geil inszeniert hier. Dolls. Weil das mal wechselt zwischen Yasha und Asura. Da hängen wir da. Beziehungsweise liegen. Und der mit seinen Bossschuhen hier. Das ist ein Punkt. Thank you.
Ah, das ist mies, dass er so einen Roundup hat. Also es hat nicht viel gefehlt, da müssen wir ein bisschen... Oh, das fängt doch schon mal gut an. Okay. Ja, das wird jetzt besser. Haben wir es hinbekommen. Mein Gott. Mann, diese Inszenierung, ey. Leute. Sag ja. Gewaltig. Da haben wir sie. Endlich. Unsere Tochter. Aber... das geht noch weiter. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen mehr, ne? Ghidorah, ne? Glaube ich. Like gemacht. Okay, von Godzilla. Ja.
Ja, das ist geiles Design. Ja, voll Jidora. Was glaubst du? すべてが終わるんだな。ミトラは命を地に返さんとする星の意志の集合体。その力、強大にして無変。だからどうした？ アスラ、ミスラ様のそばにいてやれ。俺には似合わん。バカ者が。アスラよ、なぜ我は敗れた？ わからん。なるほど。貴様にもわからんか。ならば致し方なし。ミスラ様、ミスラ様。おじさま。ミスラ様、 私には王子様などと呼ばれる資格はありません。もういいんです。ミスラ様、お父様は？そこにあなたを助けるために戦ったのです。しかしやるべきことがまだ残っております。では、 我らはこれより最後の戦いに赴きます。なや、行くぞ。ああ、青二歳とめ、汝らに世界を背負う覚悟はあるか。怒りに捧げる覚悟は。 Sehen wir ja gerade, dass du so kannst. Du bist doch gerade weg. Sternenstaub bist du. Tja, meine Damen und Herren, das wär's mit Part 5 zu Azuras Wrath. Bin, glaube ich, guter Dinge, dass wir im nächsten Part das beenden können. Da bin ich ziemlich gespannt. Shinto in der kaiserlichen Halle. Majestät, es ist nur wenig Zeit bis zu Vitros nächsten Wiedererwachen. Wenn wir nicht bald mit Präventivmaßnahmen beginnen, wird es zu spät sein. Bewusst nichts zu tun ist ebenfalls eine Option. Mit Änderung kommt Widerspruch. Shinkoku würde das nicht gut aufnehmen. Möchtest du unsere Bevölkerung unter Waffen setzen und sich auf die Drücke von Vita walten lassen, nachdem wir endlich einen Moment des Friedens erreicht haben? Mit jedem Erwachen wird Vita stärker als zuvor. Nächstes Mal könnte unsere Truppen nicht mehr stark genug sein, es im Zaun zu halten. Unsere Bevölkerung wächst viel schneller als wieder umrein. Außerdem die 8 Wächter generell nie stärker, besonders mit einer solchen mächtigen Präsenz. Aber Majestät, genug. Ich habe dir meine Antwort gegeben. Du darfst dich entfernen. Kommandant Deuss, der Kaiser hat uns keine Erlaubnis gegeben. Bedauerlicherweise nicht. Der Kaiser ist nur an seinen eigenen Schutz interessiert. Er muss beseitigt werden.
dann sollt ihr den Thron besteigen. Brillant. Verstehe das nicht falsch. Ich habe keine Absicht, Kaiser zu werden. Kommandant, es ist mein Schicksal, die Unruhen von diesem Planeten zu töten. Und wenn ich derjenige sein soll, der unsere Leute dazu anleitet, dann ist das eben. Aber ich werde immer ein Krieger sein, sobald wir unser Ziel erreicht haben, werde ich von meiner Position zurücktreten. Aber dann opfert ihr euch selbst für die Sache. Mein Handeln dient immer nur der Sache. Ich habe keine Absicht, für alle Ewigkeit auf einem Thron zu sitzen. Ja, meine Damen und Herren. Ja, das nächste Mal bei Azuras Wrath. So, meine Damen und Herren, das wär's mit Part 5 zu unserer Playstation-Reihe von Azuras Wrath. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Playstation-Zeug gefällt, hinterlasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin DK, das ist Game Stage 5. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns vielleicht im finalen Part von Azuras Wrath. Und ansonsten würde ich sagen, ja, bis denne. Also, bye bye!